Wie viele muslimische Kinder haben wir heutzutage? Auch hier in Deutschland, auch in der islamischen Welt. Wenn du sie fragen würdest, was heißt denn das eigentlich? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wenn sie es überhaupt auswendig können. Wenn du sie fragst, was bedeutet das eigentlich? Viele werden dir nicht antworten können. Ja, das heißt Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ja, aber was bedeutet das konkret für dich? Was bedeutet das, dass du bezeugst, dass es keinen Gott gibt außer Allah? Und was bedeutet es, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist für dich? Viele werden dir gar nicht antworten können. Und ich bin mir sicher, es gibt sogar viele erwachsene Muslime, die dir nicht antworten können. Die haben das einfach als Tradition übernommen. Und dementsprechend das Erste, was du wissen musst als Muslim und als Muslimin, was bedeutet eigentlich dieses Glaubensbekenntnis? Was zieht das nach sich für mich ganz persönlich? Und ich bin mir sicher, wenn wir uns darüber Gedanken machen würden, als Muslime, und dieses Bewusstsein unseren Kindern anerziehen würden, dann hätten wir eine ganz andere Umme. Weil dann würden die Muslime bewusst handeln. Dann würde man gar nicht mehr darüber diskutieren müssen, sag mal, warum betet man eigentlich fünfmal am Tag? Weil ich nämlich ganz genau weiß, was bedeutet Ashhadu an la ilaha illallah. Dass ich meinem Schöpfer dienen muss. Dass ich ihn anbete. Dass ich dankbar ihm gegenüber bin. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht. Ich habe es verinnerlicht. Das größte Problem ist, die meisten haben es nicht verinnerlicht. Und dementsprechend, das Erste ist I'tiqad. Ich muss ein gewisses Bewusstsein haben. Das ist eine Pflicht. Und dementsprechend sagen die Gelehrten, es gibt ja diese lange Diskussion über Taqlid. Was bedeutet denn Taqlid? Was heißt Taqlid? Das Wort Taqlid. Schwester, was heißt Taqlid? Das ist ein wichtiges Wort. Hier. Nachahmen. Blind nachahmen. Und es gibt lange Diskussionen unter den Gelehrten, was ist eigentlich mit Taqlid? Dürfen eigentlich Muslime einfach so jemanden anderen nachahmen? Und worüber sich die Gelehrten einig sind, ist, dass man in den grundlegenden Fragen des Glaubens keinen Taqlid betreiben darf, nicht einfach blind imitieren darf, sondern ich muss zumindest wissen als Muslim, warum ich Muslim bin. Das bedeutet nicht, dass ich jemanden aus dem Islam ausschließe, der es nicht weiß. Ich sage nur, Allah wird dich am jüngsten Tag danach befragen, warum hast du es nicht gewusst? Du kannst ja nicht einfach sagen, ich habe das getan, was meine Eltern gemacht haben. Sondern Allah wird dich fragen, warum bist du dann überhaupt Muslim gewesen? Warum hast du dich nicht für das Christentum entschieden? Warum hast du dich nicht für das Judentum entschieden? Ja, warum hast du dich nicht einfach für den Atheismus entschieden? Das musst du doch wissen. Du musst doch am jüngsten Tag die Fragen beantworten können, wenn du im Grab bist. Und dann gefragt wird, mein Rabbuk, wer ist dein Herr? Dann musst du doch antworten können. Und wenn du das nicht bewusst in deinem Leben für dich entschieden hast, dann wirst du in diesem Moment es genauso machen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam überliefert hat. Und du wirst nicht antworten können. Weil du es nicht bewusst getan hast. Du bist nicht vorbereitet auf diese Frage. Weil du dir dein Leben lang niemals über diese Frage Gedanken gemacht hast. Du hast nicht ein einziges Mal, und ich meine nicht damit euch natürlich, ja? Ich meine im Allgemeinen, ich spreche allgemein, du hast nicht ein einziges Mal in deinem Leben dir überlegt, warum bin ich eigentlich Muslim? Was bedeutet eigentlich dieser Begriff Muslim? Und wenn dann gefragt wird, man Nabiyuk, wer ist dein Prophet? Wie willst du antworten, wenn du dich nie bewusst für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Khatim al-Anbiya'i wa Rusul entschieden hast, als Siegel der Propheten und Gesandten? Du hast dich nie bewusst dafür entschieden, du hast es einfach gemacht, wie es die anderen machen. Meinst du, du wirst diese Frage dann einfach so beantworten können? Wenn du dir jetzt Gedanken machst, dann sei dir sicher, dann wirst du auch in deinem Grab unter der Erde diese Frage beantworten können. Machst du dir aber jetzt keine Gedanken, sondern machst einfach nur das so, weil es andere so machen, weil es deine Eltern so tun, dann wirst du unter der Erde im Grab, wenn Munkar und Nakir vor dir stehen, Probleme haben und du wirst diese Frage nicht beantworten können. Und deswegen das erste Pflichtwissen ist was? I'tiqad. Ich muss mich bewusst mit meinem Glauben auseinandersetzen.